Wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, die Gedanken im Kopf nur so drüllen, dann braucht man Hilfe. Laut der Stiftung Berner Gesundheit hat sich die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die unter psychischer Belastung leiden, zwischen 2017 und 2021 mehr als verdoppelt. Und das trifft auch im Kanton Bern, sprich Seeland, zu. Dazu kommt, dass es viel zu wenig Behandlungsplätze gibt, so lange Wartezeiten entstehen und die Betroffenen erst spät zu einer Behandlung kommen. Dann hat das Auswirkungen auf die Familie, auf die schulische Leistungsfähigkeit, auf die Ausbildungsfähigkeit und auch auf die Haus- und Kinderärzte, die dann auch mehr belastet sind, weil ihre Patienten nicht durch Fachpersonen genügend unterstützt werden. Das ist Cornelia Hediger. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und ist dort zusammen mit Vertretern aus Politik, Behörden und Fachleuten am Samstag an einer Podiumsdiskussion, um mögliche Massnahmen zu besprechen. Der Kanton Bern will zum Beispiel diese Bereiche mit Personalmangel fördern. Und dort sollten wir eigentlich von nächstes Jahr an die Möglichkeit haben, ein Programm zu starten, dass wir mit Kliniken, mit Leistungserbringern, die solche Ausbildung, Lehrgänge, Curricula machen, dass wir die auch finanziell unterstützen können, in der Hoffnung, dass mehr Kliniken auch junge Menschen motivieren, in diesen Beruf zu gehen. Schlussendlich gibt es für das Problem von mangelnden Behandlungsplätzen nicht nur eine Lösung, sondern nur mehrere Lösungen. Das fängt schon in der Schule mit Sensibilisierungsarbeit an, geht über die Finanzierung von diversen Projekten bis zur Ausbildung von Fachleuten. Ein Problem, das also verschiedene Bereiche angehen müssen. Und zwar in Zusammenarbeit mit Bildung, Soziales und Gesundheit. Weil das sind ja die Bereiche, wo die Jugendlichen sich auch aufhalten. So, dass die Betroffenen die Unterstützung bekommen, die sie brauchen und wieder unbeschwert in die Zukunft schauen können.